Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate, bei der wir Mitarbeitende der Bundesbank vorstellen. Ich stehe heute mit Lukas, Gruppenleiter in der Versorgungstechnik, und wir haben eben mal nachgerechnet, es sind glaube ich 152 Wochen, die du mit dabei bist. Lukas, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, danke. Mein Name ist Lukas Spiegel, ich bin hier Gruppenleiter der Versorgungstechnik in der Bundesbank und ja, bin eben seit 152 Wochen hier. Wie bist du damals auf die Bundesbank aufmerksam geworden? Ich habe klassisch, wie man es heutzutage macht, im Internet einfach geguckt, weil ich am Scheideweg gestanden war nach meinem Studium. Was mache ich überhaupt? Und da habe ich mich nach Stellen umgeschaut und bei der Bundesbank dann fündig geworden. Direkt auf der Seite auch selbst von der Bundesbank. Und was sind jetzt deine Aufgaben bei der Bundesbank? Ja, es ist ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben. Ich bin ja Gruppenleiter der Versorgungstechnik. Das heißt, zur Versorgungstechnik gehören die Heizung, Klima, Lüftungsgeschichten, die Lüftungstechnik. Aber genauso die Sanitärtechnik, Feuerlösch- und Großküchentechnik, aber auch die Schlosserei. Und das sieht man oder hört man schon mal draus, dass es doch sehr viele bunte Aufgaben sind, die auf uns zukommen und, oder die wir haben. Und von daher. Du sagtest schon, dass ihr hier gerade relativ viel mit Geräten und Anlagen zu tun habt. Was ist das da konkret? Also wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Anlagen. Aufgrund der alteren Gebäuden haben wir hier auch alte Anlagentechnik. Also wie gesagt, Lüftungstechnik, Heizung, Kälte, Klimatechnik, Sanitärtechnik. Also lauter solche Anlagen. Aber auch, wie wir hier im Hintergrund sehen, neuere Anlagen, das sind Wärmepumpen, sind es. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Anlagen und die sind auch resultierend aus den verschiedenen Aufgaben, die hier die Bundesbank hat. Wir haben hier zum Beispiel ein Museum, wir haben ein Labor, wir haben die Bundespolizei vor Ort, wir haben aber ganz normale Bürotätigkeiten auch hier. Es ist einfach so, dass wir hier ganz viele Aufgaben an uns herangetragen werden, Anforderungen, die wir versuchen zu bewerkstelligen und zu meistern. Das ist sehr interessant. Wenn du sagst, ihr habt viele Anforderungen und Herausforderungen, was sind das für konkrete Herausforderungen? Also man kann jetzt in jüngerer Vergangenheit einfach sagen, große Herausforderung war die Corona-Pandemie. Gerade was Lüftungstechnik angeht, ist das hier schon sehr interessantes Thema, wie wir damit umgehen. Und was jetzt auch aktuell ist, ist die Gaskrise, die wir momentan haben. Und auch da sind wir natürlich gefragt. Und wie stellen wir uns seitens der Bundesbank hier auf, als Bundesbehörde, dass wir unseren Teil auch dazu beitragen können, hier Gas einzusparen. Das heißt, ihr versucht tatsächlich, den Verbrauch der Bundesbank zu reduzieren. Wie sieht es da aus mit dem Verbrauch? Genau so ist es. Also momentan oder anders, im letzten Jahr war der Verbrauch bei dem Wasser zum Beispiel, waren es 55.000 Kubikmeter. Kann man so als Beispiel mal, das sind knapp 600 Haushalte, bisschen mehr und vielleicht auch besser sind 200.000 Badewannen voll Wasser. Dann bei der Wärme sind es 14.000 Megawattstunden, die wir letztes Jahr gehabt haben. Also das entspricht auch einem kleinen Dorf, was wir da haben, sind knapp 4.500 Haushalte, die wir versorgen. Und bei der Kälte ist es ähnlich. Also da sind wir zwar nicht so hoch von den Zahlen, aber trotzdem die Anforderungen, gerade was Serverleistungen angeht, die wir kühlen müssen, ist hier immens. Das klingt nach einer relativ großen Herausforderung auch. Was würdest du sagen, macht am meisten Spaß am Job? Es ist eigentlich schwer zu sagen. Es ist einfach das Gesamtbild. Also ich habe einfach Spaß. Ich komme früh gern zur Arbeit, freue mich jeden Tag auf die Arbeit. Das sind die Kollegen, die da sind. Der Bundesstrauß an Aufgaben, dass man nie weiß, was wirklich kommt, macht einfach Spaß. Ja. Sehr cool. Und wie ist die Atmosphäre im Team? Du sagst, du kommst super gerne zur Arbeit. Das ist ja auch bestimmt Teil des Teams. Wie ist da so das Befinden? Das Befinden des Teams ist gut, würde ich sagen. Wir vertrauen uns gegenseitig, unterstützen uns. Wir sind ja eine Einheit. Wir haben lockeren Umgang untereinander. Von daher kann ich nur Gutes darüber sagen. Hervorragend. Und wenn jetzt jemand zuschaut und vielleicht sagt, das hört sich total toll an, sucht ihr denn noch Bewerber und Bewerberinnen? Ja, wie der Zufall will,
suchen wir noch Bewerber. Und okay, in bestimmten Bereichen oder? Also weil ich im technischen, also die Versorgungstechnik ist Teil des technischen Betriebs bei der Bundesbank. Mhm. Und der technische Betrieb selbst ist sehr groß gehalten. Also wir haben zum einen die Elektrotechnik, wir haben den Hochbau, wir haben meinen Bereich Versorgungstechnik, aber auch sowas Leitwarte, MSR-Technik. Ganz andere Sachen, die Digitalisierung gehört zu unserem Bereich, Digitalisierung im technischen Betrieb, BIM, CAFM mal so ein paar Schlagworte zu nennen, aber auch Arbeitssicherheit, Brandschutz, also lauter solche Aufgaben gehören zu uns im technischen Betrieb und wir suchen eigentlich immer Leute und egal wo es dann ist, wir suchen immer Leute. Und was würdest du Bewerbern und Bewerberinnen mit auf den Weg geben, die das jetzt gucken? Hast du vielleicht einen Tipp oder... Was würdest du mitgeben? Keine Angst zu haben. Wir sind, denke ich, ganz normal. So wird sich zwar jeder sagen, aber wir sind, denke ich, ganz normal und locker. Und die können sich gerne bewerben. Wir haben hier wirklich Spaß und einen lockeren Umgang untereinander. Von daher gerne bewerben. Wir beißen nicht. Sehr cool. Und wenn man jetzt Bundesbank hört, dann denkt man direkt Behörde, Anzugträger. Wie ist das im Team? Muss man im Anzug zur Arbeit erscheinen? Ja, zwingend, wie man mir sieht. Nein, nein, wir haben eigentlich normale Arbeitsklamotten, T-Shirt, Hose, ist ganz cool, wenn man die trägt, an und ganz normale Arbeitsklamotten. Hier rennt keiner mit Anzug und Krawatte rum. Außer die Führungsebene eventuell. Lukas, ich danke dir vielmals für das spannende Interview. Und wenn ihr noch Fragen habt rund um die Bundesbank als Arbeitgeber oder euch für bestimmte Stellen interessiert, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, www.bundesbank.de/karriere und informiert euch über den Arbeitgeber Bundesbank. Lukas, vielen Dank. Danke auch.